Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Sam Yields. Natürlich. Aktivieren Sie die Leistungsschalter der Gemini-Anlage. Und damit hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Isolation. Das Elend ist schon wieder da. Bist du? Ich hab dich doch jetzt gerade gehört. Ja, da oben, Scheiße, da unten ist es. Mist. Ich will ja die Treppe hoch, da die Leiter will ich hoch. Aha, okay, jetzt. Okay, los geht's. Los, los, los. Wobei, ich weiß nicht, ist das jetzt so gut? Will ich jetzt genau dahin gehen, wo es Alien ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Da gibt's, glaube ich, was. Oh! Scheiße! Lass uns abbauen! Oh, Scheiße. Da ist ein Sensor. Ein Sensor. Okay, wenn ich die Tür höre. Flammen werfen. Verdammt, eins! Autsch! Ich sollte verschwinden hier, bevor... Oh, das hat alles abgeräumt hier. Merkt ihr es? Scheiße. Was ich noch erzählen wollte. Aber ich muss da schnell ran, das mache ich nachher. Sebastolink! Fehler! Freigegeben! Abwarten! Wir müssen die Ware auf andere Weise nach Sebastopol bringen. Waits hat die Handelswacht unter Beobachtung und überprüft die Ambulanz-Shuttles. Sagen Sie Ihren Kontakt draußen, er soll abwarten. Ich kenne einen Typ namens Sinclair, der uns helfen könnte. Er erinnert euch an Sinclair, oder? Ich sehne mich nach der Zeit, als die Marshals sich noch um echte Verbrechen kümmern mussten, anstatt Geschäftsleute das Leben schwer zu machen. Ja, super. Gemini-Schließung. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen sind angesichts der aktuellen Lage und bevorstehende... Ja, Scheiße! Ich bin nicht beruhigt! Hier, deswegen bin ich beunruhigt! Nicht wegen der Schließung! Verdammt! Mach hin jetzt! Oh, ihr müsst das, glaube ich, wieder selber lesen. Ich krieg das nicht gebacken hier. Sie sind wegen der bevorstehenden Schließung von Gemini beunruhigt. Ich wurde von Sinclair damit beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass die Zukunft von Sebastopol selbst 100% sicher ist. Ja, leck mich da am Arsch, was ist das für eine Lüge? Verhandlungen mit gewerblichen Kaufinteressenten sind bereits im Gange. In der Zwischenzeit bitte ich Sie darum, sämtliche Ausrüstung im Besitz von Sinclair in die Sicherheitsschließfächer zu legen. Der Code lautet 2743. Wir verfügen über eine Inventarliste. Die Marshals werden über jeden fehlenden Gegenstand informiert. Ja, haha, das interessiert dich doch ein Scheiß. Oder? Jetzt mal ehrlich, die haben ganz andere Probleme. Da wäre ich jetzt also ziemlich sicher. Kommst du jetzt zurück? Ich hau jetzt ab. Scheiße. Fuck! Oh, ich werde mir mal was einpfeifen hier. Da ist mir gleich wohler. Lade nach. Komm ich da rein? Ah, Verbesserung. Hab ich nicht. Aha. Waffe, wie war das nochmal? Scheiße. 2743, genau. Du, mach auf den Scheiß. Ist da was drin? Ja, super, Schrott. Das ist. Ah, was nützt mir denn das jetzt? Gar nichts. Nein! Fuck! Wo bist du jetzt runtergekommen? Ich glaube, es ist da drüben. Oder? Nicht? Wieso ist jetzt dieses Scheißding jetzt da an? Der blöde Sensor ist an! Fuck.
die hoch. Der Sensor ist wieder an. Seht ihr das? Warum denn das jetzt? Ach so, das ist gar nicht derselbe. Das ist ein anderer Sensor. Schnell ausschalten. Ausschalten. Los, los. Bevor das Alien kommt. Nein, das da. So. So, mach's doch jetzt auch. So, jetzt raus. Weg. Was hat er denn hier so komisch? Versteck. Und zwar schnell. Hier kann ich unter die Tische kriechen, oder? Rappel. Oh, Blutspur. Lass mich da mal rein. Was ist das? Schimper. Oh, da geht was. Ach, Scheiße. Du siehst ja wieder übel aus. So, jetzt werde ich schnell versuchen, was zu bauen. Aha, das. Okay. Okay. Und sonst habe ich, glaube ich. Ah, ja, Medikit könnte ich noch eins basteln. Vielleicht ein bisschen was setzen, oder? Fürs nächste, genau. Wenn ich jetzt mal schon ein bisschen sicherer bin hier drin. So, und jetzt nichts wie weg. So, und jetzt lass mich auf die Karte gucken. Wo muss ich hin? Oh, aha, das ist ja perfekt. Das ist ja mehr wie perfekt. Das muss hier irgendwo vorne sein. Bist du hier? Aha, okay, lass da. Okay, links und rechts und ratsch. Erledigt. Aha, okay. Das Analyselabor habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Also einer von diesen drei Aufträgen habe ich jetzt gemacht. Oh, da hat sie alles umgeschmissen. So, lass mich hier raus. Strebe weg. Komm, mach schnell. Mach schnell. Komm, mach wohl ratsch. So. Oh, lass das Alien nicht vor der Tür stehen, bitte. Ja, komm, wir hauen ab. Lass uns runtergehen. Nichts wie weg, ja. Nichts wie weg. So, verstecken, verstecken. Oh, da ist auch noch so ein Kistchen. Da ist auch noch so ein Kistchen. So. Speichern, komm. Die Fahrt ist da. Ja, ihr wisst, die geht auch gar nicht mehr weg. Die hängt an mir dran, wie eine verdammte Klette. So, jetzt lass mich mal gucken. Gibt's hier noch was? Kann ich hier noch was abstauben? Könnte ja sein, oder? Ist das auch so? Ja, woher soll ich denn jetzt die Energie nehmen? Möchte ich echt mal wissen. Aha, das geht auch nicht. Ei. Ist es weg? Ist es noch da? Also raus. Oh nein, da laufe ich nicht dran vorbei. Ihr wisst, was dann passiert, oder? Da packt ihr mich wieder an. Nein. Das passiert mir nicht mehr ans. Was ich hoffe, dass mir das nicht mehr passiert. Aber da ist ein Rechner. Scheiße. Kann ich. Ah, das geht ja gar nicht. Oh, hau ab, du. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? So, wo ist der nächste Schalter? Was muss ich als nächstes tun? Leistungsschalter, die Gemini-Anlage. Ja, wo ist der, bitteschön? Wo ist der blöde Leistungsschalter? Ist das die Gemini-Anlage hier, oder was? Ich muss das, glaube ich, untersuchen, oder? Ach du Scheiße, die Musik macht mich ganz kirre. Aha, ein Fried. Einer liegt am Boden. Aber ich kann da nichts machen, verdammt! Das geht ja gar nicht! Da kann ich nichts schalten! Wo ist der Kackschalter? Gemini-Anlage. Aha, ich ahne, wo das sein könnte. Ich muss ein Stück zurück, glaube ich. Das muss irgendwo da hinten sein. Bin ich der Meinung. So, komm, lass uns da nochmal ran. Ich werde versuchen, den Schalter zu finden. Und was ich auch schon lange erzählen wollte.
warum das Alien vermutlich nicht mehr so beeindruckt ist von früher. Ihr erinnert euch vielleicht, der Wissenschaftler in dem einen Alien-Film hat gesagt... Oh, Scheiße. Hat damals gesagt, dass wenn das Alien eine Verletzung davonträgt, dann wird's nur noch stärker. Das heißt... Oh, ja, ja, doch, da ist was, da ist was. Sprengkapsel. Ja, super, ich kann sie nicht mal mitnehmen. Jetzt ist da wieder ein Fred. Ach so, der ist jetzt wieder zurückgekehrt. Ach so. Ach so. Das ist die Haut. Das Alien ist ja so eine Art Insekt. Kommt es mir manchmal vor. Und es scheint, als ob es keine Knochen hätte, sondern eben so ein Außenpanzer. Und der ist halt nicht aus Chitin, sondern der scheint wohl aus Silizium zu sein. Also ein mega starkes Material. Und jedes Mal, wenn ich es angreife, dann wird es nur noch stärker. Bindewittel. Ja, super. Kann ich nicht mitnehmen? Oh, scheiße. Es kommt, es kommt. Oh, nein. Nicht jetzt hier raus. Nicht hier raus, bitte. Oh, jetzt werde ich gleich vom Sensor erwischt. Nein, nein. Nein. Solange es weg ist! Mach! Mach! Scheiße! Mach doch jetzt den Scheiß aus! So, nix wie weg jetzt! Komm, lass los! Oh, da ist der Plan! Plan. Oh, jetzt soll ich da rein, oder was? Ja, super! Nein! 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 Verdammt! Ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüssi.